So Leute, heute wieder Astrocast Kniebeuge. Hier mal die Decke ein bisschen weg, damit ihr was sehen könnt. Ja, 90 Kilo mal 11 habe ich ja schon drin gehabt, die Tiefen. Heute versuchen wir mal einige mehr. Und zwar versuche ich langsam hochzugehen, ne, um diese Rückenverletzungen, was ich hatte, zu vermeiden. Ich glaube, ich habe vergessen, Licht anzumachen. Aber naja. Mein super Halogenlicht habe ich vergessen vorher anzumachen. Alles klar. Mal 11 waren vorher drin, das sind 90 mal 15. Und ja. Ich merke immer noch bei den letzten 4-5 Stück geht der Oberkörper so leicht nach vorne, aber ich sag mal kontrollierter als vorher. Das heißt, ich versuche Muskeln anzuspannen, Rücken nicht krumm zu machen, auch wenn er leicht nach vorne geht. Wenn er zu weit nach vorne geht, versuchst du so dagegen zu steuern und beim Zurückgehen tust du dir entweder den Rückenmuskel unten weh oder die Wirbel oder so. Technik ist immer noch keine Ahnung, wie ich mir da helfen soll. Noch was. Ist ja jetzt eigentlich unwichtig, aber Kniebeuge, Dips, sogar beim Kreuzheben. Man muss auch den Leuten, die ein bisschen mehr wiegen, geht jetzt nicht nur um mich, mir ist das egal. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Ich bin jetzt nicht der Allerstärkste. Darum geht es gar nicht. Weil Leute, die ein bisschen mehr wiegen, zum Beispiel bei mir sind das 130 Kilo, wenn ein 80 Kilo Mensch 90 Kilo Kniebeuge macht und ich mache auch 90 Kilo, wir machen beide 15 Wiederholungen, habe ich trotzdem im Vergleich zum 80 Kilo Mann 50 Kilo, 15 Wiederholungen mehr nach oben gewuchtet. Genauso bei Dips, genauso bei Kreuzheben, genauso bei anderen Übungen, wo man sein eigenes Gewicht mit hochziehen muss. Nur mal so, damit man das nicht verwechselt. Würden dann die zwei Menschen, sagen wir mal, Beinpresse machen, ja, wo das eigene Körpergewicht nicht mit auf diese Belastung dazugerechnet wird, sieht man ja am Ende, welche Beine stärker sind, ne? Das heißt, wenn, naja, habt ihr schon kapiert. Alles klar, lange Rede, kurzer Sinn. 90 mal 15, 100 Kilo Kniebeuge mal 20 Wiederholungen tief. Das wäre mal so ein Zwischenergebnis, wo ich erstmal sage, gut, ist okay. Alles klar, danke für die Bewertung. Bitte favorisieren, motiviert mich auch ein bisschen. Ich bin bald im Fitnessstudio. Versprochen. Ja, wir haben Ende Dezember 2011. Januar spätestens bin ich drin, versprochen. Dann gibt es auch viele neue Videos. Bis dann, ciao.